Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video möchte ich Ihnen mal ein paar Kriterien vorstellen für die Seminarauswahl. Und damit meine ich, Sie planen vielleicht eine Fortbildung zum Betriebswirt, zum technischen Betriebswirt, zum Handelsfachwirt, Industriefachwirt, Personalfachkaufmann oder Frau oder ähnliches. Und ich möchte Ihnen 10 Kriterien vorstellen in der folgenden kleinen Videoserie. Und das erste bitte ist, prüfen Sie, gibt es ein einheitliches Seminarkonzept für den Lehrgang, den Sie buchen. Es gibt nämlich Anbieter, die machen Folgendes. Die stecken Sie in eine Klasse für einen bestimmten Zeitraum. Dort wird zum Beispiel Kostenrechnung geschult. Und in dieser Klasse mit einem bestimmten Dozenten sitzen nun die Teilnehmer aus dem von mir aus Handelsfachwirt und aus dem Industriefachwirt und aus dem technischen Betriebswirt. Und wer immer dieses Modul Kostenrechnung irgendwann in seinem Lehrplan stehen hat, packen diese Leute zusammen in eine Klasse. Da sitzen manchmal 30, 40, 50 Leute und die werden in Kostenrechnung geschult von einem bestimmten Dozenten. Dann geht es weiter. Irgendwann haben irgendwelche Lehrgänge alle das Modul Finanzierung. Das heißt, wieder wird aus den verschiedenen Lehrgängen werden die Leute zusammengezogen zu einem anderen Dozenten und werden geschult in Finanzierung. Also hier ist der Dozent 1, hier ist der Dozent 2 und so geht es weiter. Das heißt, es gibt keine Lehrgangskonzepte für den technischen Betriebswirt. Es gibt kein Lehrgangskonzept für den Handelsfachwirt im Sinne eines einheitlichen Konzeptes, sondern sie werden praktisch modulartig durchgeschleust. Und dieses Prinzip ist für den Veranstalter extrem gewinnmaximierend. Warum? Er braucht da nur einen Dozenten einzusetzen, da sitzen also 50 Leute in einer Klasse, gewinnmaximierend und es ist extrem kundenunfreundlich. Ja, Sie können sich denken, dass der Kunde dadurch in extreme Verwirrungszustände kommt, dass er keinen Ansprechpartner hat so richtig, weil es ja immer wieder unterschiedliche Dozenten gibt und entsprechend sind dann auch die Ergebnisse, was die Prüfungserfolge der Teilnehmer angeht. Okay, weiter geht es im nächsten Video. Bis dann, vielen Dank.